Moin meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, heute mit einem neuen Tutorial auf meinem Kanal. Ja meine Lieben, viele von euch fragen mich in den Kommentaren, Dani, kannst du mir erklären, wie man das oder dies oder das macht? Und ich habe mir einfach gedacht, ich mache jetzt eine Serie, wo ich euch Schritt für Schritt jede einzelne Mechanik in Rocket League erkläre. Wenn du jetzt Bock hast, kannst du meinen Kanal abonnieren und einen Daumen nach oben da lassen, denn am Samstag kommt schon das nächste Video. Wir sehen uns im Spiel. Bis gleich. Bevor es wieder losgeht, zeige ich euch noch kurz meinen Sponsor aoyah.com. Hier kriegt ihr nämlich Blueprints, Credits und alle möglichen Items auf allen Konsolen. Mit dem Code AGTV könnt ihr mich dabei unterstützen. Viel Spaß mit dem. So Männer, als allererstes geht ihr hin und kopiert euch diesen Code hier erstmal raus. Diesen Code hier bitte reinkopieren unter Durchsuchen mit Code Suchen unter Dreieck oder Viereck auf PlayStation, ich weiß es nicht. Einfach mal auf spontan eingeben und dann seid ihr auf jeden Fall als allererstes in dem Training, wo ich jetzt hier bin. So Boys, ich möchte jetzt nicht wirklich viel in die Steuerungseinstellungen eingehen, da bin ich im letzten Video schon eingegangen. Ihr könnt gerne auf meinem Kanal gucken, was ich da so für Tipps im letzten Video gegeben habe, kam auch richtig gut an. So, Boosten habe ich auf R1, Power Drift auf L1, Rolle im Sprung auf L1 und für die, die es interessiert, Steuerempfindlichkeit 1,20 und auch in der Luft habe ich 1,20. So Leute, ich mache dieses Tutorial wirklich für Leute, die noch nie Air gedribbelt haben, ja, und noch nie wirklich in der Luft ein Tor erzielt haben. Was ist ein Air Dribble? Oder was ist ein in der Luft fliegen? Wie geht das? Wir drehen unser Auto nach oben und boosten. Das habt ihr bestimmt auch schon gekriegt, okay? Das solltet ihr auf jeden Fall hinkriegen. Das heißt, wir drehen nach oben und boosten. Und dann habt ihr die Möglichkeit, mit ganz viel Empfindlichkeit wirklich hier sogar eine schöne gerade Linie zu fahren, ja? Also, was lernen wir? Wir können unser Auto nach hinten ziehen und dann boosten wir. Wenn wir wirklich durchboosten, kommen wir an die Wall. Und ja, ganz einfach eigentlich. Und deswegen fangen wir jetzt einfach an mit dem ersten Schritt. So, wir kommen zum ersten Schritt. Der Schritt Nummer 1, beziehungsweise die Aufgabe Nummer 1 ist, hier wirklich in der gleichen Linie wie der Ball zu fliegen und dann den Ball zu treffen. Okay? Ob er jetzt reingeht oder nicht, ist eigentlich unrelevant. Wichtig ist, hier wirklich schön eine Linie probieren, gleich wie der Ball zu sein und dann wirklich den Ball zu treffen. Solltet ihr auf jeden Fall hinkriegen und macht das wirklich so lange, bis ihr das könnt. So, meine Lieben, Schritt Nummer 2. Wenn ihr Schritt Nummer 1 könnt, macht jetzt Schritt Nummer 2. Und zwar, als allererstes gehen wir hin, fliegen nach oben und drehen wir unser Auto mit der Arrow in der Luft einmal und schießen. Das Ganze machen wir auch mit der anderen Seite. Wir drehen unser Auto, fixieren den Ball und schießen. Und schießen aufs Tor und treffen aufs Tor. Macht das wirklich so lange, bis ihr das könnt. Danach gehen wir hin und machen das zwei Rollen. Zwei Rollen nach rechts. Tore schießen. Zwei Rollen nach links. Und treffen. Das Ganze dient eigentlich nur für die Übung. Einfach damit ihr wisst, wie man sich in der Luft einfach schnell bewegen kann. Was ihr so in der Luft eigentlich machen könnt. Einfach zur Übung. Macht das zur Übung. Hier zweimal drehen, schießen. Hochfliegen. Zweimal drehen und boom. Macht das so lange, bis ihr das könnt, Männer. Ganz, ganz wichtig. So, wir kommen zum nächsten Schritt. Wir haben hier den Ball wirklich ziemlich weit hoch. Probieren hier ein bisschen Speed drauf zu kriegen und dann den Ball nach unten zu hitten, okay? Macht das einfach mal. Probiert das einfach mal. Schön nach oben und dann wirklich probieren, den Ball nach unten zu hitten. Denn ihr müsst irgendwann, müsst ihr wirklich in der Luft auch den Ball treffen können und dabei sogar zielen. Ich weiß, ihr könnt es euch noch nicht vorstellen, aber glaubt mir, Männer, mit ein bisschen Übung klappt das auf jeden Fall. So, Männer, jetzt wird die Sache noch viel komplizierter. Jetzt bewegt sich nämlich der Ball in der Luft. Es ist kein Problem, ich habe extra einen leichten Schuss eingestellt, wie ihr hier sehen könnt. So, wir fangen an, wir fliegen hoch, regulieren und gucken, wie kommt der Ball und hitten den Ball mit der vorderen Schnauze. Ganz wichtig, hittet den Ball mit der vorderen Schnauze und nicht irgendwie so, dass ihr den Ball mit der hinteren Kante irgendwie treffen wollt. Nee, wir gehen hin, fliegen, warten kurz, gucken, wie kommt der Ball. Er kommt perfekt und wir hitten den Ball mit der vorderen Schnauze. Und guckt mal, was für eine Kraft ich, wenn ich den Ball wirklich vorne treffe, bekomme. Zack, guckt, gönnt euch mal diese Kraft, obwohl ich jetzt gar nicht wirklich schnell war. Also probiert wirklich, macht das so oft, bis ihr wirklich sagt, okay, ich treffe den Ball von 10 mal ins Tor mit der vorderen Kante. So, jetzt habe ich euch einen Schuss eingestellt, der ziemlich hoch ist. Das heißt, ihr müsst einmal nach oben und dann den Ball hier wirklich schön treffen. Und dann auch natürlich wieder so treffen, dass der Ball dann quasi ins Tor ab weitergelenkt wird, sage ich jetzt einfach mal. Zack, nach oben und boom. Kleiner Tipp von mir, wenn euer Auto schräg in der Luft ist, drückt L1 und dreht euer Auto dann wieder Richtung Ball. Zeig's euch jetzt ganz kurz. Auto ist so, wir drehen unser Auto und zack,
Richtung Tor. Ganz einfach, ihr habt die Möglichkeit, das Auto in der Luft frei zu bewegen, wie ihr Bock habt. Genau das macht ihr bei der Übung. So Männer, hier bei dem Schuss kommt euch der Ball entgegen. Das heißt, wir fliegen hoch, warten kurz, wie kommt der Ball und bumm, Richtung Tor. Ganz einfach. Wir fliegen hoch, schön gerade zum Ball, warten und gucken und wie kommt der Ball und dann treffen wir bzw. drehen unser Auto nach innen, dass er genau an die Kante vorne trifft und wir wirklich maximale Stärke rausbekommen. Hier seht ihr es wieder. Es ist eigentlich wirklich eine coole Übung, wenn der Ball euch entgegenkommt, dann so, wenn ihr die Bälle reinmacht, dann macht ihr wirklich fast wirklich jeden Ball rein. So, Männer, noch einen Schuss habe ich euch eingestellt, der ist jetzt ein bisschen höher, kommt euch entgegen, ein bisschen höher, nach oben und den Ball Richtung Tor. Hier habe ich jetzt die Rolle in der Luft benutzt im Sprung. Ja gut, war ein bisschen schwerer zu treffen, deswegen habe ich mir dann gedacht, okay, nutzt die Rolle in der Luft, aber eigentlich solltet ihr wirklich immer probieren, den Ball wirklich gerade zu treffen und zack, Ball gerade treffen. Ich drehe mein Auto dann immer schon aus dem Reflex, aber mach das mal ohne, zack, den Ball schön gerade treffen. Mit der Arrow regulieren. Und eventuell klappt dann auch mal irgendwann mal ein Double Touch. So, Mann, ich habe euch jetzt 7 Schüsse in der Luft gegeben, mit denen ihr eure Luft-Aerials bzw. einfach die Schüsse in der Luft trainieren könnt. Macht das so lange ihr könnt und so oft ihr könnt, bis ihr diese Schüsse wirklich beherrscht. Hier habe ich euch noch einen schönen Air-Dribble eingestellt. Hier den Ball einmal schön treffen. Und Richtung Tor dribbeln, ja. Ich mache so ein Mini-Tutorial. Wir treffen den Ball. Schön, dass er hochfliegt. Drehen unser Auto. Touch und bam. Noch ein einziges Mal. Zack. Nehmen unser Auto. Können wir auch einen Double-Touch von mir aus machen. Und boom. Kriegt ihr auf jeden Fall auch hin. Ein bisschen Übung. Dann klappt das auf jeden Fall. So Männer, das war's von meinem Video. Lasst einen Daumen nach oben, da unten ein Abo. Ich würde mich darüber freuen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis bald. Euer Angezockt TV.